Willkommen zurück bei unserer kleinen Backshow. Wir führen das Format, das habt ihr bestimmt ja auch schon alle mitbekommen, gemeinsam mit Rewe durch. Das bedeutet, dass wir in der Rewe-Rezeptwelt alle Zutaten uns rausgesucht haben, allgemein überhaupt die Rezepte uns rausgesucht haben. Und heute wird es ein zuckerfreies Bananenbrot. Das Bananenbrot hat ja einen richtigen Hype erlebt. Ich meine, ich glaube, niemand von uns kam irgendwie an Instagram vorbei, ohne ein Bananenbrot-Backrezept zu sehen. Genau, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach direkt los und zeigen euch mal, welche Zutaten wir dafür brauchen. Drei zermatschte Bananen plus nachher noch eine fürs Topping. 100 Gramm Walnusskerne, 2 Eier. 2 Esslöffel Sonnenblumenöl oder generell einfach ein neutrales Öl, ein Päckchen Backpulver, ein Teelöffel Zimt, das sind 150 Gramm zuckerfreies Apfelmus. Dann haben wir hier 100 Gramm Dinkelvollkornmehl und 150 Gramm normales Mehl. Jetzt ist der erste Schritt erst einmal den Backofen vorheizen, denn das vergisst man meistens. Der kommt auf 170 Grad Umluft, der ist bei uns auch schon an. Genau, und jetzt geht es dann daran, alle Zutaten zusammen zu mischen. Und da starten wir zuerst mit den Bananen, mit den Eiern. Das einmal verquillen. Ja, das ist schon perfekt. Jetzt das Apfelmus dazu und das Öl, eine kleine Prise Salz und dann noch einmal verrühren. Übrigens kann man das natürlich auch vegan machen. Man braucht nicht unbedingt Eier dafür. Apfelmus ist da schon richtig gut, aber auch zum Beispiel Mandelmus oder Cashewmus oder so, das kann man eigentlich richtig gut damit ersetzen oder halt einfach ohne mit einem Schuss Milch oder sowas rein. Und jetzt geht's an die ganzen trockenen Zutaten. Und dann wieder alles miteinander verrühren. Das sieht schon nach einem sehr guten Teig aus, würde ich sagen. Und jetzt ganz zum Schluss die Walnüsse. So, das muss reichen. Und das kommt jetzt. Ich habe nichts gelernt vom letzten Mal. Mist, das wird jetzt auch noch einmal kurz verrührt. Perfekt. Ich würde sagen, der Teig ist fertig. Und der kommt jetzt in die Backform. Wir brauchen nämlich eine Kastenform. Die fetten wir vorher ein klein bisschen, damit sich das Bananenbrot an den Seiten perfekt löst. Und dann kommt der Teig rein. Der hat wirklich eine gute Konsistenz, würde ich mal behaupten. Und zu Dekozwecken, weil ich das immer sehr hübsch finde, machen wir jetzt noch eine Banane, eine ganze, die wir einmal halbieren und dann oben drauf legen. Der aufgeschnittenen Seite nach oben, einmal drauflegen, ja, das sieht einfach nur hübsch aus. So, und jetzt geht's ein gutes Stück, einfach nur noch in den Ofen für 45 Minuten, aber man kann auch zwischendurch immer den Stäbchentest machen und einfach mal checken, wie es so aussieht. So, das ist jetzt unser leckeres, zuckerfreies Bananenbrot und wir haben das hier gerade auch schon mal aufgeschnitten und probiert und das schmeckt wirklich sehr lecker. Also für alle, die aus welchen Gründen auch immer vielleicht das nicht so süß mögen oder vielleicht nicht so viel Zucker essen wollen oder so, gerade in der Vorweihnachtszeit isst man ja meistens viel zu viel Süßigkeiten und Zucker. Für die Leute ist das eigentlich echt mal eine richtig gute Alternative. Ihr könnt auch voll gerne noch irgendwie verschiedene Obstsachen reintun, Erdbeeren, Heidelbeeren, was auch immer. Das schmeckt auch richtig gut und macht das Ganze vielleicht noch ein bisschen saftiger. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Rezept und es lohnt sich, das nachzumachen. Viel Spaß und bis nächste Woche.